Martha zusammen, seid schön gegrüßt zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr seht, wird es etwas pink und zwar insofern, als dass ich euch die Gym Queen Cream Cookies vorstelle. Wie kommt es dazu? Bin ich jetzt irgendwie aufs andere Ufer gewandert oder so? Nein, 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 damit hat es nichts zu tun. Ich bin jetzt keine Queen, ich bleibe noch der King, aber... Der King. Das klang jetzt irgendwie sehr blöd. So meinte ich das auch nicht. Ich halte mich nicht für den King, alles andere als das. Es kam so, dass es dort bei Gym Queen eine Aktion gab, wo man die Quest Bars, meine Lieblingsriegel, und die Grenade Cupcake dazu am unfassbar günstigen Preis bekam, jeweils ein 10 oder ein 20. Und da musste ich zuschlagen, habe über 50 Euro bestellt, wegen Mindestbestellwert. Und dachte ich mir, komm, ich bestelle mir auch einfach mal die Gym Queen Cookies, weil ich gesehen habe, dass einige von euch die mal getestet haben. Und ich dachte mir, komm, testest du die auch. Ihr wisst vermutlich, ich habe schon öfter gesagt, ich halte persönlich erstmal nicht so viel von diesen Cookies, weil ja auch überall Kohlenhydrate drin sind. Sprich, kann ich auch gleich normale Cookies essen. Ich finde, so Fitnessfood sollte nicht vollgebombt sein mit Fett und Kohlenhydrate. Und ja, da scheiden sich die Geister. Es gibt dann Leute, die sagen, ja komm, ich kann auch einen Cookie essen, wenn ich dann extra Protein drin habe, ne? Weil das ist ja der Sinn von diesen Cookies, ist das so gut. Da denke ich mir so, nein, ess lieber einen normalen Cookie und ess Löffel Magerquark dazu oder zwei. Das bringt mehr und irgendwie, weil die Cookies sind nie so wirklich lecker wie normale Cookies, wie richtige Kekse irgendwie, ja, meiner Meinung nach halt. Und deswegen halte ich da erstmal nicht so viel von. Trotzdem möchte ich mir diese Dinger hier anschauen. Vielleicht belehren sie mich ja eines Besseren. Ich weiß nicht mehr, was sie gekostet haben. Ich habe keine Ahnung, wenn es einer von euch weiß. Mag es doch bitte in die Kommentare schreiben. Vielleicht waren es 1,50, 2x40 Gramm, 2 Euro wird es ungefähr gewesen sein. Eher so, weil ungefähr die Menge davon so ein Proteinriegel. 2 Euro, 2,30. Ich glaube, 2,30 war sogar eher so. Aber kann mir gerne einer in die Kommentare schreiben. Die Nährwerte werden hier das Interessante sein. Wir sehen definitiv weniger Kalorien als richtige Cookies und auch weniger Fett. 394 Kalorien haben wir, 13 Gramm Fett, also eher wie so ein normaler Proteinriegel. Allgemein auch die Kalorien sehen aus wie so bei so einem Proteinriegel. Der Unterschied ist aber bei so einem Low-Carb-Proteinriegel, wir haben hier 44 Gramm Kohlenhydrate drin und auch richtigen Zucker, 32 Gramm, also nicht wenig. Ballaststoffe 2,1, da hätte man mehr sich gewünscht vielleicht. Und Eiweiß 24,4, also doch weniger als ein Proteinriegel. Ergo, zusammengefasst, Nährwerte vergleichbar wie ein Proteinriegel, aber hier mit Fokus mehr auf Kohlenhydrate sind hier mehr drin, dafür weniger Fett, Zucker ist auch drin und Eiweiß auch. Die Zutaten ist eine Proteinmischung aus Milch, Eiweißkonzentrat, hydrolysiertes Kollagen, 24,2%. So, sprich, das heißt, wir haben auch einen hohen Anteil Kollagenhydrolysat, was, wie ihr wisst, ein billiger Stoff zum Strecken ist. Weil ich aber immer wieder auch mal Kommentare bekomme, er hat auch seinen Nutzen für die Gelenke, aber ich bin fest der Meinung und ich würde meine Hand dafür fast ins Feuer legen, dass die meisten Hersteller es wirklich nur zum Strecken benutzen, weil wenn sie diese vorteilhafte Wirkung von Kollagenhydrolysat nutzen wollen würden, würden sie es bewerben, dann würden sie draufschreiben, mit Kollagenhydrolysat für die Gelenke. Man wäre ja blöd, wenn man mit etwas nicht wirbt, was man reinsteckt. Versteht ihr, was ich meine? Hier wird es aber nicht extra so quasi beworben, weil es eben hier nicht im positiven Sinne verwendet wird, sondern wirklich nur zum Strecken und das ist eben nicht so fein. Dann haben wir noch Glukosesirup, also Zucker, Fructosesirup, Vollmilchpulver, holla, ganz schön viele Zutaten. Wow, ich sehe jetzt gerade, habe ich keinen Bock mehr alle anzugucken. Wir haben jedenfalls ein bisschen Schokostückchen noch drin, kann man auch sehen und macht einfach doppelt, ich gucke sie mir nicht alle an. 2x40 Gramm sind drin. Zwei Kekse haben also diese Nährwerte wie rechts, einen Keks, also die Hälfte. Die Gym Queen Cookies. Machen wir sie mal auf. Oh, cool. Oh, das ist geil. Also hier sieht das erstmal wie ein ganz normaler Cookie aus, ne? Nichts Besonderes. Wobei jetzt auch nicht so eine Cookie-Struktur ist, wie man sie eigentlich kennt. Unten haben wir Schokolade. Ich stand da jetzt eigentlich drauf, wie viel? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Schokoladenboden. Sahnepolitin. Keine Ahnung. So, ich weiß es nicht. Also unten haben wir jedenfalls so einen Vollmilch-Schokoladenboden. Der Keks hier so kleine Stückchen drin. Die Struktur ist so ein bisschen glatter eher. Guck mal, ob er knusprig ist. Nö. Überhaupt nicht. Ist eher so eine bröselige Konsistenz. Können wir auch jetzt hier mal so im Querschnitt sehen. Also eher so ein Soft-Cookie vielleicht. Sehr viel Schokolade ist es auch nicht, sondern eher so ein dünner Boden halt. Riecht aber ganz gut. Man hat eine schokoladige Note. Man riecht unten. Das riecht wie richtige Schokolade. Es ist also nicht so eine Fake-Schokolade, wie man oft bei so Low-Carb-Riegeln hat.
Schauen wir mal, was der Geschmack sagt. Also man schmeckt die Schokolade unten. Relativ süß. Wirklich eine weiche Konsistenz. Schokostückchen sind ja wirklich, wenn nur eher klein, eher Deko. Ja, also grob. Ich glaube, wie ich anfangs sagte, lieber einen richtigen Cookie essen. Und dazu Magerquark. Ist jetzt nicht so lecker. Ist okay. Haut mich jetzt aber nicht aus den Latschen. Wie gesagt, der Schokoladengeschmack, der unterstützt das Ganze so ein bisschen. Aber der Keks an sich, weder trocken, also wenn etwas knusprig ist, ist es ja trocken, logischerweise. Das ist jetzt aber weder knusprig, aber auch nicht so schön knatschig. Also irgendwie so ein, ja, so ein trockenes, etwas muffiges Ding zwischendrin. Schmeckt jetzt nicht sehr schlecht, aber auch nicht sehr gut. Ich sag mal, im Angebot kann man sich vielleicht mal kaufen, wenn man jetzt unbedingt meint, man muss einen Keks mit ein bisschen mehr Protein haben. Dann kann man das machen, aber glaubt mir, na, holt euch lieber was anderes. Holt euch lieber einen Proteinriegel schön oder einen richtigen Keks und esst ein Ei dazu. Das ist meine Meinung. Würde mich freuen, wenn ich von euch einen Kommentar dazu lese, wie ihr das mit diesen Cookies seht. Also mit diesen, gerade mit diesen Cookies, wo halt auch richtig Kohlenhydrate drin ist. Das, wie eure Meinung ist. Lieber auch so, wie ich sage, richtigen Keks dann gleich essen, wo auch halt Kohlenhydrate drin sind. Und dazu Magerquark essen. Oder eben, weiß nicht, holt euch gerne mal so einen Keks. Würde ich aber gerne wissen, warum. Warum holt ihr euch so einen Keks im Supermarkt, die meiner Meinung nach echt nicht an den Geschmack von richtigen Keksen rankommen. Das mag jeder anders sehen. Das ist meine Meinung. Wie gesagt, freue ich mich, wenn ich was von euch lese dazu. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao.